Ein ganz herzliches Hallo zu dir. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte hier jetzt ein bisschen mit dir über die Herbsttag- und Nachtgleiche sprechen, die am 23.09. ja, unser Leben aktiviert. Ja, wir schauen mal, was ich da so zeigen möchte. Ich habe gestern die Karten hier vorbereitet, ich habe mich führen lassen, welche Karten nutze ich, und um mal hinzuspüren, habe ich aus jedem Deck eine Karte rausspringen lassen und war dann doch ziemlich erstaunt. Dazu komme ich gleich. Die Herbsttag- und Nachtgleiche im Lebensrad, die Station des Wassers, das Element Wasser, die Bewegung, das Fließen, das in Balance kommen. Tag und Nacht sind gleich lang und möchten dich einladen, in dir in eine Balance zu kommen. Das war gestern. Heute habe ich dann direkt das hier bekommen. Ich habe für mich als Tageskarte unter anderem Fortune's Wheel, also das Glücksrad, und die Botschaft, die ich dazu bekommen habe, die möchte ich hier auch gerne noch einfließen lassen. Ja, Marbon, das Fest der Herbsttag- und Nachtgleiche, das alte Fest der Kelten, in dem der Sommerkönig, der Hirschkönig sozusagen, getötet wurde. Klingt jetzt erstmal dramatisch, aber dieser Sommerkönig, dieser Hirschkönig hat einen Zyklus von einem Jahr, und zur Wintersonnenwende dann, wäre dann die nächste Station, wird das Sonnenkind neu geboren. Also dieser Hirschkönig, dieser Sonnenkönig macht Platz, öffnet Raum, erstmal für eine Phase der Trauer und dann aber auch wieder für eine Phase der Neugeburt. So jetzt nur ganz kurz und wirklich ganz, ganz kurz diese Geschichte rund um Marbon. Ja, und als dieses Fortune's Wheel hier heute Morgen in meiner Botschaft auftauchte, da habe ich gespürt, wie wichtig das für uns alle ist, dass wir uns Raum nehmen, dass wir tiefer schauen und dass wir auch gut immer wieder jeden Tag auch hinspüren, was möchte das Leben uns zeigen. Übrigens, wenn du eine persönliche Seelenbotschaft mal bekommen möchtest, das ist eine Textnachricht sozusagen, also nein, es ist keine Textnachricht, es ist eine E-Mail, in der ich für dich unterschiedliche Karten springen lasse und dann durch deine Seele, durch meine Spirit Guides für dich eine Botschaft empfange. Und ich mache das hier täglich für mich und ich bin wirklich begeistert. So, übrigens, den Link zu deiner Seelenbotschaft findest du unten in der Infobox, also in der Beschreibung zum Video. Schau da gerne mal nach. Ich möchte jetzt hier aber mal kurz diese zwei, drei Sätze zum Glücksrad einfach dir mal vorlesen. Das Glücksrad dreht sich so, wie das Rad des Lebens sich ewig dreht. Mal oben, mal unten. Bewegung eben. Sei nicht betrübt, wenn das Rad unten ist. Wisse, es dreht sich und du bist wieder oben auf. Sei nicht übermäßig beglückt, wenn das Rad oben ist. Wisse, es dreht sich und nimmt dich mit in die Tiefe. Ich finde es sehr wichtig, hier nochmal, auch hier sind jetzt auch diese Zyklen angesprochen, und dir das nochmal ein Stück weit zu vertiefen oder dich auch zu erinnern. Wir sind immer ganz happy, wenn
wir oben auf einer Welle aufschwimmen und uns freuen. Und ja, und das ist vollkommen okay. Wir vergessen aber, dass sich dieses Rad immer bewegt. Also dann sind wir oben und dann geht es wieder nach unten, in die Tiefe, in unsere Essenz, in die Schattenbereiche vielleicht, in traurige Themen. Wir haben ja hier auch die drei Schwerter, in Programme in uns, Programmierungen, die wir nicht so gerne anschauen möchten, in Gefühle, die wir am liebsten noch weiter wieder verdrängen möchten. Und doch geht es genau darum, und auch darum geht es in der Herbsttag- und Nachtgleiche. Sie ist das Pendant zum Frühling. Es möchte eine Balance hergestellt werden. Eine Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Und ja, egal, ob du jetzt oben aufsitzt auf dem Glücksrad, dich freust, Energie tankst und Mut schöpfst und Freude und Licht in dich aufnimmst, wisse, es geht auch wieder, nämlich genau dann, wenn du diese hohen Frequenzen in dir aufgenommen hast, geht es wieder in die Tiefe, weil du dann diese Energie hast, eine neue oder ein neues Thema aus der Tiefe zu betrachten. Und genauso darfst du wissen, wenn du dich gerade am Grund des Glücksrads fühlst und wenn du denkst, da kommt gar kein Tag mehr und es ist nur noch Dunkelheit und es ist nur noch traurig und es ist nur noch einsam und es ist nur noch ganz, ganz schlimm, dann darfst du wissen, dass du die Kraft hast, durch diesen Prozess hindurchzugehen und dass das Glücksrad sich weiter dreht und du ja mit diesem Weiterdrehen an die Oberfläche kommst, um ja deine Energien, die du in der Tiefe aktiviert hast, ins Licht zu tragen. So viel erstmal jetzt hier zum Glücksrad. Wie gesagt, einmal oben, einmal unten. Und das Lebensrad ist das gleiche. Und wir gehen jetzt in den Herbst hinein. Pflanzen ziehen sich zurück, die Natur zieht sich zurück, so weit, bis dann im Winter die Sonne neu geboren wird. Und da darfst du in dir schauen. Ich habe jetzt gestern hier beim Vormischen der Karten, beim Hinspüren, einmal sind hier die drei Schwerter rausgesprungen. Die drei Schwerter als Impuls für eine Traurigkeit in dir, als Impuls für einen Herzschmerz, aber auch, und das finde ich an diesem Deck so schön, weil diese Schwerter nicht in dem Herzen stecken, sondern darauf stehen. Und das gibt hier so ein bisschen Aufschluss darauf, dass du aus diesem Herzschmerz eine tiefere Essenz in dir aktivieren darfst. Und Aktivierung haben wir ja direkt hier mit dem Wind. Also hier möchten alte, in der Tiefe verborgene Energien aktiviert werden, damit sie heilen. Die drei Schwerter zeigen sich immer dann, wenn es um Heilung geht. Die sind nicht da, um dich zu ärgern. Hier geht es um Heilung. Und es geht um Balance eben. Mit der Herbsttag- und Nachtgleiche hier am 23.09. geht es um Balance. Tag und Nacht sind gleich lang. Licht und Dunkelheit haben das gleiche Gewicht, haben den gleichen Stellenwert, denn im Grunde sind sie eins. Sie können nur auftauchen, weil wir hier in der Dualität sind. Licht, Dunkelheit, zwei Pole. Und all das, was dazwischen liegt, verbindet sich zu einem magischen Potpourri an Erlebnissen und Möglichkeiten. Meine Lieben, wow, jetzt habe ich hier schon fast 10 Minuten geplappert. Ich möchte die Karten hier gerne reintun. Ich habe keine Ahnung, wie sich dieses Reading jetzt gestalten möchte.
Ich lasse mich da direkt führen und du darfst für dich mal nachspüren, welcher Aspekt in dir, in deinem Leben jetzt hier zur Herbsttag- und Nachtgleiche, was da in Balance kommen möchte, was da ausgeglichen werden möchte, wo es da ja auch um Harmonie vielleicht geht, um ein Gleichgewicht. Und wir schauen jetzt mal, ich werde jetzt mal hier eine Karte herausmischen und dann schauen wir mal mit dem Tarot, was wir da noch für Botschaften bekommen. Achte bitte darauf, dass das Ganze hier ein kollektives Reading ist und dass ich in der Hauptsache jetzt hier die Energien lese. Und du darfst für dich hinspüren, wie diese Energie sich in deinem Leben, in welchen Bereichen auch immer, zum Ausdruck bringen möchte. Zur Herbsttag- und Nachtgleiche am 23.09. möchte ich jetzt bitte eine Botschaft hier aus dem Magie der Erde Orakel für das Kollektiv hier auf dem Kanal. Eine Botschaft bitte zur Herbsttag- und Nachtgleiche am 23. September. Oh, die Unschuld. Die Kindheit. Hier möchte sich etwas aus der Kindheit zeigen. Vielleicht eine Erinnerung, vielleicht ein Moment der Freude. Lass uns mal schauen. Ich habe extra das Buch hier mit dazu gelegt. Ich hoffe, sieht gut aus, dass die in der alphabetischen Ordnung sind. Ja, sind sie. Das Licht des Himmels fällt auf die Kinder. Das Mädchen greift nach einem Sonnenstrahl. Sämtliche Elemente formen das Bild einer Kindheitsidylle, wie sie jene von uns erlebt haben, die in Kontakt mit der Natur aufwachsen durften. Die üppigen Wiesen umschließen einen kleinen Teich, hinter dem ein fernes Tal sichtbar ist, verdunkelt von denselben Wolken, die dieses bezaubernde Lichtspiel hervorbringen. Auch hier hast du die Wolken, die Dunkelheit und die Sonne, das Licht. Es wird unvermeidbar sein, dass diese Kinder bei ihrer Welterforschung irgendwann ihre ursprüngliche Unschuld verlieren. Doch es muss kein dauerhafter Verlust sein. Wir brauchen nicht in der ständigen Angst vor solchen Ereignissen zu leben oder den Verlust dieses reinen Zustands zu betrauern, indem wir die Vergangenheit verherrlichen und die Gegenwart versäumen. Die Weisheit und das Vertrauen, die wir durch unsere Lebenserfahrung erworben haben, sind Schlüssel, um diesen Zustand der Unschuld wiederzuerlangen. Das Licht, das uns durch dunkle Zeiten führt, ist das Licht des inneren Geistes, der uns mit der Quelle verbindet. Im Wiederfinden unserer Unschuld merken wir, dass wir sie nie verloren, nur vergessen haben. Und so möchte dich die Herbsttag- und Nachtgleiche vielleicht daran erinnern, dass du da ein unschuldiges Kind in dir trägst, ein Kind, was voller Abenteuerlust ist, voller Neugier. Vielleicht bist du auch in diesem Jahr neugierig in die Welt gezogen und bist diesem inneren Kind schon begegnet. Und jetzt, da wir hier an der Schwelle zum Herbst und Winter stehen,
Nutzt du vielleicht die Zeit nochmal, um kleinere Ausflüge zu machen, dich mit den Energien zu verbinden, dich mit den Elementen zu verbinden, um dann zum Oktober, November, Dezember hin dann mehr und mehr in den Rückzug einzutauchen, um einfach auch diese Energien in dir zu stabilisieren, vielleicht sogar zu reflektieren. Hier geht es aber jetzt erstmal um diese Balance von innen und außen. Es geht um das innere Kind und ja, auch um die Unschuld in dir. Und wie stand da so schön, wir haben das nur vergessen. Wir tragen diese Energie noch in uns. Ich möchte jetzt mal hier mit dem, ich glaube, keltischen Tarot, nee, Druiden-Tarot, keltisches Tarot, ich weiß es gar nicht genau, wie es heißt, steht unten in der Infobox dann für dich, möchte ich jetzt gerne mal schauen, welche Impulse bekommen wir hier zur Unschuld, zur Kindheit, zur Herbsttag- und Nachtgleiche. Welche tieferen Impulse bekommen wir hier? Die Acht der Stäbe. Hier wird dir etwas klar. Zum einen kommt hier Geschwindigkeit. Vielleicht nutzt du wirklich diese Zeit jetzt noch für dich und erlaubst dir, wirklich viel und oft in der Natur zu sein. Hier wird dir aber auch etwas klar. Und zwar könnte ich mir gut vorstellen, dass dir diese Naturverbundenheit klar wird. Dass du dich daran erinnerst, was da für eine Kraft und für eine Energie in dir liegt. Die acht Stäbe, ja, stehen für Wachstum, stehen für Entfaltung, stehen für Geschwindigkeit. Also hier geht etwas sehr, sehr schnell. Warum die acht Stäbe? Das Ass der Schwerter. Vielleicht darf hier oder vielleicht muss sogar eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Denn auch mit dem Ass der Schwerter haben wir hier die Klarheit. Dir wird etwas bewusst. Sorry, mir krabbelt so sehr im Hals. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dir wird hier etwas bewusst. Vielleicht geht es auch darum, ganz klar eine Entscheidung zu treffen und dich für dieses unschuldige Kind in dir zu entscheiden. Das Ass der Schwerter ist eine Chance, die dir hier gereicht wird. Vielleicht auch eine Chance, gerade in Bezug auf die Zeit, auf den Verlauf jetzt, also in Richtung Herbst. Vielleicht entscheidest du dich ganz bewusst, dich jetzt hier im goldenen Herbst, den wir jetzt ja haben, Spätsommer, Herbstanfang, Erntezeit, dass du dich ganz bewusst dafür entscheidest, diesem inneren Kind zu begegnen, mit all deiner Klarheit, mit all deinem Mut, mit all deinem Raum, der dir zur Verfügung steht, um dieses Kind kennenzulernen, um diesem Kind Raum zu geben. Vielleicht entscheidest du dich auch, dir selber mehr Raum zu geben. Ich wollte noch was anderes sagen. Es war noch ein anderer Impuls, der ist jetzt weg. Super. Bevor es dann einfach auch in die dunkle Jahreszeit geht, wo dann diese Energien auch vertieft werden können. Welche Entscheidung steht hier an?
Was wird hier klar? Wir hatten ja ganz am Anfang, dass die drei der Schwerter auf dem Tisch liegen beim Vormischen. Und vielleicht ist das auch schon der Hinweisgeber, dass hier ein innerer Schmerz liegt, der sich jetzt transformieren möchte, der jetzt angeschaut werden möchte, geheilt werden möchte, wo du nicht ewig und drei Tage in der Erinnerung hängst, sondern die Essenz davon aktivierst. Oh, der Priester. Und der Priester hier im Deck, das ist der Hierophant. Das ist die geistige Welt, die sich hier in deinem Leben zeigt, die dir hier vielleicht auch einen Schattenaspekt aufzeigt, nämlich diese dogmatischen Regeln, diese religiösen Regeln. Also auch diesen Aspekt trägt der Priester oder der Hierophant in sich. Es geht hier aber, so wie ich das sehe, um dein göttliches inneres Kind, was sich hier jetzt durch dich zum Ausdruck bringen möchte. Mein innerer Monk möchte das hier anders legen, darf er gerne. Finde ich immer spannend, weil ja, ich sitze hier, beobachte die Karten und es spricht dann einfach. Und da sagt der Verstand, leg das mal schöner hin. Darf auch sein, auch da darf Klarheit. Also auch jetzt so, die Karten liegen viel, viel klarer. Die überschneiden sich nicht. Lassen wir das mal so stehen. Deine Verbindung zum Göttlichen. Und die hattest du hier als Kind. Als Kind hattest du diese unschuldige Verbindung zum Göttlichen. Du hast dich in der Natur, so du, wie das auch in dem Buch stand, das Glück hattest, da ländlich groß zu werden oder in der Natur zu sein. Du hattest diese Verbindung. Du wusstest hier Mutter Erde, das Wasser, die Wiesen. Alles ist ein riesiger Spielplatz für dich. So, und dann durften wir erwachsen werden. Dann durften wir dieses und jenes und tralala lernen. Und dann haben wir vergessen, dass Mutter Erde ein großer Spielplatz ist, auf dem wir uns als Mensch verwirklichen dürfen. Kommen hier wieder die Regeln ins Spiel. Merkst du es? Und diese Herbst- und Tag- und Nachtgleiche möchte wirklich hier etwas in dir aktivieren, möchte wirklich hier Klarheit formen in dir. Und ich glaube auch, dass das Ganze hier relativ schnell vonstatten geht. Und mit dem Hierophant, mit der geistigen Welt, darfst du einfach auch spüren in dir, wo und wie nehme ich diese Verbindung wahr zu meinen Schutzengeln, zu meinem inneren Kind, zu meinen Spirit Guides? Bin ich da offen? Bin ich da wirklich offen, diese tiefere Bedeutung, die diese Zyklen des Lebens haben? Bin ich da wirklich offen, die zu verstehen und mal zu hinterfragen, was mir erzählt wurde, wie Leben auszusehen hat? Weil wenn jetzt zum Herbst hin das große Loslassen der Bäume beginnt in ihrer Farbenpracht, ich habe es jetzt gerade neulich schon in einem Video erwähnt, ja, dann rufen die nicht, nee, meine Blätter und ich muss die behalten, ich muss die festhalten und wenn die jetzt alle davon wehen und das ist gerade so schön, du hörst da keinen Baum jammern. Und du wirst dich daran erinnern, als Kind, wie du in diesen herabfallenden Blättern gespielt hast. Und die Bäume und die Blätter, die rufen jedes Blatt, was vom Baum fällt, hui, hui. Und du als Kind bist durch diese raschelnden Blätter getobt, hast dich in die Blätterhaufen hineingeworfen. Heute
hört man Laubbläser. Da hört man keine lachenden Kinder, die Laub zusammenrechen. Nee, Laubbläser. An allen Ecken und Enden. Brrr, ohne Ende. Und das ist so nervig. Mittlerweile werden mit den Laubbläsern auch die Gehwege gekehrt. Sprich, von der einen Straßenseite zur anderen hinüber gepustet. Ich glaube, wir dürfen uns viel, viel mehr an diese Leichtigkeit, diese Unbedarftheit erinnern. Nicht, dass du das jetzt alles oder alles in deinem Leben auf die leichte Schulter nehmen solltest. Nein, aber du darfst es leichter nehmen. Du darfst es freudvoller nehmen. Du darfst sagen, ah, okay, das ist ja spannend. Auch wenn ich das bisher so und so gemacht habe. Vielleicht machst du es diesmal anders. Vielleicht erlaubst du dir diesmal oder erlaubst deinem inneren Kind diesmal zu spielen. So, was haben wir hier noch? Wie geht's hier weiter? 8 Stäbe, Ass der Schwerter, Priester und... Das lag so schön. Ja, guck. Die 3 Stäbe, supi, ja, du erinnerst dich, guck dir das an. Ich krieg Gänsehaut, das berührt mich gerade ganz, ganz tief. Du erinnerst dich, und wenn du nur an einen vielleicht schon bekannten Spazierweg fährst und ein Stück gehst und einfach mal stehen bleibst, du erinnerst dich an das innere Kind, an die Verbundenheit mit dem Leben, an die Vision vom Leben, die vielleicht das innere Kind hatte. Was wollte dein inneres Kind damals werden? Du als Kind, was wolltest du werden? Wie hast du dir die Welt vorgestellt? Und was ist daraus geworden? Und was wird dir jetzt daraus klar? Du bist bereit. Wir haben eigentlich hier schon den nächsten Schritt von der Vision. Du bist bereit, hier schon diese Vision zu empfangen. Mit den 2 Stäben haben wir diese Vision des Lebens. So stelle ich mir das Leben vor. Und ich glaube, du bist hier schon einen Schritt weiter, oder es sind hier direkt beide Schritte in dem einen, wo du dich erinnerst. Du erinnerst dich. Ich habe ja hier schon gesagt, da kommt Klarheit rein. Du erinnerst dich. Du bist bereit, das zu empfangen, was jetzt zu dir fließen möchte. Du bist bereit, hier auch die Energie des inneren Kindes zu empfangen, die Ideen wieder in dein Herz zu nehmen, dich vielleicht auch mit deinen Spirit Guides hier, mit deiner göttlichen Mannschaft, mit deinen Schutzengeln, je nachdem, wie du das nennen möchtest hier, ich sag mal, abzugleichen, abzusprechen oder da nochmal tiefer zu schauen, wie sich das Ganze dann irgendwann umsetzen lässt. Aber jetzt geht es erstmal darum, das zu empfangen und dich zu erinnern. Erinnere dich. So, was haben wir hier noch? Ja, und mach dir keine Sorgen darüber, wie sich das Ganze irgendwie gestalten sollte. Und bitte, 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 weil sonst würdest du hier wieder in die 3 Schwerter hineinfallen, mach dir keine Selbstvorwürfe. Rede dir bitte keine Schuldgefühle ein. Wenn da Schmerz hochkommt, wenn da Kummer hochkommt, ich habe mein inneres Kind so lange vernachlässigt,
Das kann sein, dass das geschieht, dann lass diese Energie durch dich hindurchfließen. Aber verheddere dich nicht da drin. Die 9 Schwerter, das sind die schlaflosen Nächte, das sind die Selbstvorwürfe, das sind die Selbstzweifel. Und warum habe ich nicht schon früher? Und wenn ich das geahnt hätte, hätte Fahrradkette. Lass diese Gedanken dich nicht aus der Ruhe bringen. Beobachte sie. Du kannst den Gedanken auch sagen, boah, das ist aber jetzt spannend, wo kommt denn das jetzt her? Und fokussierst dich wieder auf das innere Kind, auf die Vision des Kindes. Bitte deine Schutzengel, deine Spirit Guides um Hilfe und Unterstützung. Die können auftauchen, diese 9 Schwerter. Gerade jetzt auch hier, wo es um Balance geht. Und ich habe ja eingangs gesagt, wenn du unten bist mit dem Rad des Lebens oder Glücksrad, dann kann hier schon eine dunkle Nacht einfach mal auftauchen. Aber wisse, dass nach jeder Nacht hier die Sonne wieder aufgeht, dass sich hier die Sonne wieder zeigt. Wir schauen mal, was wir hier an der Unterseite haben. Die 8 Scheiben. Das ist die Arbeit. 8 Stäbe, 8 Scheiben. Hier schnelles Arbeiten, vielleicht sogar auch hier schnelles Handeln. Ich meine, die 8 Stäbe spiegeln hier die 9 Schwerter. Vielleicht geht es wirklich darum, schnell zu handeln, wenn hier diese traurigen Gedanken oder die Vorwürfe, Schuldgefühle, wenn das alles wieder hochkommt. Klare Entscheidung treffen. Auf das innere Kind fokussieren, dich mit deinen Spirit Guides verbinden, die Vision zu spüren und in eine neue Balance zu kommen. Balance wäre jetzt hier die Klarheit und hier haben wir die 9 Schwerter, da ist der Kater, der hier rumjault, der wollte auch noch was dazu sagen, das in eine Balance zu bringen. Licht und Dunkelheit in eine Balance. Und von daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Du triffst die Entscheidung, der Vision deines Kindes zu folgen und du nimmst die Hilfe und Unterstützung deiner Spirit Guides an. Finde ich sehr interessant. Und die 8 Scheiben, das kann jetzt deine Arbeit betreffen, das kann aber auch diese innere Arbeit sein. Die Gerechtigkeit, hier Waage Energie und wir treten ja ein in das Sternzeichen Waage. Ich glaube, dass hier altes Karma erlöst wird, dass sich hier ganz neue Wege zeigen, dass du wirklich auch in dir daran arbeitest, hier alte Wunden zu heilen, dich in eine innere Balance zu bringen. Und ja, ich habe es vor längerem auch schon mal gesagt, aus Karma Dharma zu machen, denn schlussendlich ist dieses Gesetz von Ursache und Wirkung einfach auch der Impulsgeber, der uns immer wieder nach innen führt, der dieses Rad nach unten fließen lässt bis zum Tiefpunkt, bis du merkst, okay, dieser Druck im Außen oder was auch immer ist so stark, ich muss da jetzt hinschauen. Und dann dreht sich das Rad wieder nach oben und dann kommst du dem Licht entgegen und dem Leuchten der Freude und du denkst, ja, ich habe dieses Licht jetzt in mir befreit. Ich finde es interessant, wir haben hier gar keine Kelche. Wir haben zwar hier das Wasser und auch hier diesen See. Wir sind ja in der Station des Wassers hier mit der Herbsttag- und Nachtgleiche in der Tiefe. Und ich glaube schon, dass hier das ein oder andere wirklich an tiefen Emotionen an die Oberfläche kommen darf. Ja, meine Lieben, ich schaue hier gerade noch mal über den Tisch. Ich habe aber keinen weiteren
Impuls und ich glaube, es ist alles gesagt. Aktivierung hatten wir ja zu Beginn auf dem Tisch liegen. Hier möchte eine Kraft in dir aktiviert werden. Hier möchte das innere Kind in dir aktiviert werden und einfach auch lebendig werden, zum Ausdruck kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Herbsttag- und Nachtgleiche, eine mutige, kraftvolle Balance in dir an diesem 23.09. Denk bitte daran, die Energie ist jetzt hier zwar auf den Tag gelegt, aber sie wird einige Zeit davor und danach immer noch wirken in dir. Es kann sein, dass das Ganze ein innerer Prozess ist, der sich vielleicht sogar auch bis zur Wintersonnenwende hinziehen kann bei dem einen oder anderen. Muss nicht sein, kann aber, weil die Veränderungen, die da anstehen, sind nicht mal so schnipp. Da braucht es dann schon auch ein bisschen Geduld. In diesem Sinne, ja, schreib mir gerne unten im Kommentar, was die Energien mit dir machen, wie du das Ganze empfindest. Und ich freue mich immer sehr, von euch, von dir zu lesen. Alles, alles Liebe zu dir, ja, und hab dann eine zauberhafte Herbst-Tag- und Nachtgleiche.